Haben sich Ross Anthony und Giovanni Zarella wieder versöhnt? Im Jahr 2002 wurden sechs junge Sänger und Sängerinnen mit der Band Brosis in Deutschland berühmt. Die Band ging aus der zweiten deutschen Staffel der Castingshow Popstars hervor und verkaufte über 4 Millionen Tonträger. Die Band löste sich 2006 auf, aber Ross Anthony erklärte kürzlich in einem Interview, dass ein Comeback der Band nicht in Frage kommt. Allerdings stellt er klar und deutlich, dass es kein böses Blut gibt. Mit Florian Silbereisen hat Ross Anthony in den letzten Jahren eine tiefe Freundschaft entwickelt. Sie singen zusammen auf der Bühne oder moderieren gemeinsam Schlagershows. Das könnte der Grund sein, dass Ross Anthony nie in die Giovanni Zarella Show eingeladen wurde. Doch das könnte sich bald ändern. Und es ist sogar von einem Brosis Comeback die Rede. Ross Anthony wird am 18. November live aus Berlin in der Giovanni Zarella Show auftreten. Es ist bereits die 10. Sendung und wir freuen uns schon auf die Premiere. Werdet ihr einschalten? Abonniert den Kanal, um keine weiteren Schlager-News zu verpassen.